140 Einsatzkräfte übten am Samstag zwischen Witzenhausen und Gertenbach den Ernstfall. Mehr als 20 Fahrzeuge der Feuerwehren und des THW waren im Einsatz, um den fiktiven Waldbrand zu bekämpfen. Mit Aufklärungsflügen half auch der Luftsportverein Witzenhausen. Um den Brand zu löschen, muss eine Wasserversorgung über den Steilhang aufgebaut werden. Umgefallene Bäume erschwerten den Einsatzkräften das Vordringen mit den Fahrzeugen über den Waldweg. Eine riesige Herausforderung für alle Beteiligten, die Wehrführer Klaus Demand konzipierte. Wir wissen natürlich, dass wir mit dieser Übung an die Leistungsgrenzen unserer Kameraden kommen. Das haben wir schon gemerkt, dass in einem Aufbau der Wasserversorgung die Kräfte aufgrund der Höhenmeter jetzt hier natürlich langsam schwinden. Aber wir müssen natürlich den Kameraden auch aufzeigen, was sie in der Lage sind zu leisten, damit sie im Einsatzfall natürlich auch genauestens wissen, was können sie und wo ist auch wirklich Feierabend, damit sie nicht selber begeben können, also in Gefahr begeben. Die fiktive Ausgangslage der Übung. Auf der Bahnstrecke von Witzenhausen nach Kassel ist ein Funkenflug durch einen Zug entstanden, der mehrere Bereiche im Brand gesteckt hat. Die ersten Herausforderungen müssen die freiwilligen Helfer überwinden. Neue Waldstellen mussten gelöscht werden und eine Person musste unter einem Baum befreit werden. Zuvor wurde auch die Rettungshundestaffel alarmiert, um zusammen mit der Feuerwehr zwei vermisste Personen zu finden. Schwierigkeiten bereitete den Einsatzkräften auch die engen Waldwege, die das Überholen anderer Fahrzeuge kaum ermöglichte. Die Suche bei einem Waldbrand muss noch besser mit den anderen Einsatzkräften abgestimmt sein, um nicht selbst in Gefahr zu geraten. Die heißen Temperaturen bei fast 30 Grad machte auch den Hunden zu schaffen. Die steilen Hänge sind nicht nur anstrengend für Mensch und Hund, sondern erschwerten auch erheblich die Wasserversorgung zur Bekämpfung des Feuers, wie Wehrführer Klaus Demand erklärt. Und das letzte Wasser, was wir jetzt... Was aber auch bedeutet, dass wir keine Wasserversorgung in dem Wald haben. Wir haben keine großen Seen hier in den Wäldern drin, sondern wir müssen entweder eine Wasserförderung über lange Wegstrecke aufbauen oder wir setzen Landwirte, Feuerwehren und THW im Pendelverkehr ein. Und das haben wir also heute hier, dass wir, wie gesagt, Feuerwehr, THW und Landwirte eingesetzt haben oder einsetzen, die uns insgesamt 29.000 Liter Wasser an die Einsatzstelle verbringen können, was dann eingesetzt wird. Und die fahren und holen das Wasser dann an der Werra unten und bringen uns im Pendelverkehr das Wasser hier hoch in den Wald. Besser gewappnet sind alle Einsatzkräfte nach dieser großen Waldbrandübung. Hoffen kann man nur, dass dieses fiktive Szenario nie in Realität eintritt.